Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fleischhapper mit meiner reizenden Assistentin. Hi. Alle Menschen bereit. Fleischhapper schnell, ich sollte jetzt nicht mit Raketen hier schießen. So. Weil Distanzfeuerwerk reicht aus. Komm, einmal kurz in die Ego. Hier geblieben. So, jetzt aber Gas geben hier. Kurz überall durch. Also wenn Distanzfeuerwerk mal so häufig bocken würde, ne? Wenn man normale Mobs macht. Das wäre mega. Aber wenn ich Kleintiere anvisiere, dann... Jeder dritte Schuss, gefühlt. Okay, jeder zweite Schuss. Fleischhaber manchmal gefährlich. So. Das ist jetzt eigentlich von uns der Halter. Und wer der Sammler? Ich sammle auch. Ja, nee, vergiss es. Einer muss erhalten, quasi, dass es nicht so weit nach unten fällt. So, ja, dann mache ich das. Und der andere sammelt dann und macht finito. Ist doch dann viel einfacher. Dann dauert das nicht so lange. So. Viel Arbeit. Fleisch genau. Spieß drehen. Fleischkochtopf umrühren. Fleischfeuer ausmachen. Fleisch brauchen Holz, brauchen Grünzeug, so. Brauchen Tierteile. Eieieiei. Probleme mit Fleisch aber. Legen ins Zeug. Mausi? Hm? Nicht böse nehmen, aber das, was du da gerade machst, das bringt überhaupt nichts. Du musst es schon mit Kleintieren machen. Schatzi, du hast gerade gesagt, genau das habe ich doch gemacht. Da hast du gesagt, nee, mach das nicht, mach mal halten. Ja, nein, du hast mich falsch verstanden, Maus. Och, ey, du hast mich nur falsch verstanden, alles gut. Ich bin heute nicht im Erklärhimmel. Aber ich wurde wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Der eine sammelt und der andere hält. Hä? Ja, ich hab doch auch nein, mit den Kleintieren. Beide sammeln Kleintierteile. Der eine behält die ganze Zeit Kleintierteile und macht das dann in einem durch Finish. Der andere gibt immer sozusagen nach 5 Kleintierteilen ab, damit es nicht nach unten fällt. Ja, das habe ich doch gemacht. Ja, und genau das darum hatte ich dich ja gefragt mit dem Halten. Was ein Fleischhaber ohne Fleisch darüber nachdenken. So war das gedacht. Stimmt, hier haben wir noch gar nicht Fleisch abgegeben. So, jetzt aber. Weil die Trommeln und Co., die bringen nur was, wenn alle laufen. Dafür brauchst du viel mehr Leute. Ja, das weiß ich ja. Deshalb habe ich mich ja auch gewundert, warum du da gesagt hast, ich soll halten. Ja, mit Halten ist eigentlich nur der Balken oben gemeint gewesen. Bester Teil von Fleischwoche. Schlechtes Fleisch, aber sein schlechte Fleischwoche. So. Aber wie gesagt, alleine hältst du jetzt sozusagen den Balken immer auf derselben Stufe, wie du sehen kannst. Ja. Also wenn ich jetzt hier eine Masse abgib, dann haben wir halt eine größere. Sind wir schneller durch hier. So. Nur brauchen Fleisch, ein bisschen verschätzt. Aber Menschen auch essen nicht Fleisch. Graham nicht wissen warum. Aber verstehen, dann wir kochen gute grüne Sachen aus Boden, wenn Menschen können finden.
Da hinten so rennen sie schon wieder alle rum. Ist halt schade, dass es nur was mit den Kleintierteilen richtig was bringt. Kallis Futter und so weiter bringt ja gar nichts mehr. Genauso wie Holz. Mhm. Oder das Fleisch an sich, was man durchs Event erfarmt. So, reicht das schon? Ah, fast. Hast du noch ein Stück? Ja, hat nicht gereicht. Jawohl. Wir haben geschafft. Perfektes Fleisch, Happer. Gute Arbeit, Menschen. So. Zeit für Preise, Zeit für Fleisch. Gut. Was haben wir denn für einen Preis gekriegt? Bauplan Flammenwerfer. Naja, wenigstens ein Bauplan. Will man ja nicht beschweren. Jetzt fehlt mir noch Alkohol und 15 Blutadler. Grimm glauben, nächstes Fleischhopper. Achso, wo bist noch du? Noch größer. Ich bin gerade kurz Crate, aber ich will, was ich jetzt kaufen kann. Viele Chancen für großen Gauss-Minigun. Die gute Gauss-Minigun. So, Blutadler. Wo gehe ich mir denn jetzt Blutadler sammeln? Schwierig. Mach erstmal die Fotos. Na, hier fliegt ja schon alles in die Luft. Das ist ja wieder optimal. Ich will auch mit in die Luft jagen. So passt. Ist das Munitionsherstellungsgerät gut? Ja. Armco? Genau. Kaufen, ja. Das kannst du kaufen, das ist gut. Democracy is non-negotiable. Na aber. Du kleine Stechvieh. So. Aber eigentlich hätte ich doch erst die Sendezeug holen müssen. Wo ist denn das? Vielleicht erstmal aktivieren. Könnte helfen. Dann weiß ich auch, wo es ist. Ach, da oben. Löchen? Ja, was ist denn los? Ich mag den Typen. Achso. Den Mortimer. Wenn du ernsthaft mit Sprengstoff spielen willst, nimm nicht Dynamit. Nö, das habe ich noch nie genommen. Also es ist wirklich nur Munitionsverschwendung und wer das klingeln mag, was anderes ist das nicht. Achso. Ist die einzige Granate, die klingelt, ne? Also. Da war jemand. Ach, Gummiband schon wieder hier. So. Wo seid ihr denn? Oder wo ist das Teil? Wärmer. Noch wärmer. Ach, hier oben irgendwo. Da haben wir eine Gruppe Raider. Und da ist auch der Teil. So. Wenigstens das jetzt hier. Hol ich mir auch gleich noch den Waffenbehälter. Wenn schon, denn schon. Vielleicht kriegen wir ja jetzt eine epische Vampirwaffe. Mann, eine 3 Sterne. Ja, eine 3 Sterne, aber diesmal. Irgendwas am besten mit Explo. Und schön dicker Munitionskapazität. Watoga Emergency Medical Services. Wo stelle ich denn hin hier? Nach oben. Von einem Waffenbehälter. Willkommen zurück. Im Moment ist alles in Ordnung. Ach, ganz oben. Gut, dann gehen wir einmal nach ganz oben.
Und schon können wir rausgehen. Oder auch nicht. Häng ich jetzt am Ladescreen fest oder was? Ah, nee. Man muss nur mal drohen. Achso, weil mir der Ghoul gefolgt ist. Ich habe mich nicht ganz tot gekriegt. So. So, dann gehe ich jetzt mal Alkohol kaufen. Jo, und ich habe wieder eine Mini-Atombombe. So, und du stirbst jetzt, weil du mir auf den Sack gehst. Okay, oh, ich bin tot. Du, nicht du! Das ist doof. Nein, ich bin Bull Turtle. Ja, das ist ja die, ja. Das ist ja die Doofheit. Ja, das ist die Definition von doof. Also, wenn man doof also im Duden nachschlägt, dann, werdet, Bull ihr, Turtle. Dann werdet ihr ein ich Bild von mir schaffen. Persönlich sehen. Das heißt, wollt ihr ihn mal persönlich sehen? Schlag den Duden auf. Okay. Wo sind meine Werkzeuge? Was sind diese dämlichen Lackaffe? Schnippeln die schon wieder am Lack, oder was? Du ja, hier ist irgend so ein Krakeelkopf, der sterben möchte und ich finde ihn aber nicht. Werde ich dich auch finden, Supermutant. Also Aubrey hat Stendau. So, medizinischen Scanner haben wir abgegeben. Ich sehe auch schon, wo ich meine Funkvakuumröhren brauche. Na komm, das muss ich wieder da machen, sonst klappt das nicht. So. Dann gehe ich auch noch meine Röhrchen einmal holen. Einmal die Röhrchen holen. Hä? Wie, hä? Siehst du, sagt der Hund auch gleich Wuff. Der hat das auch nicht verstanden. Ich finde den. Ja, ich finde den nicht. Hat er sich vielleicht heimlich vor dir versteckt? Jo. Musst oder sagen, ist jetzt despawned? Musst du sagen, hab Leckerli für dich. Komm, kleines Mutantchen. Nicht? Mhm. Das sind ja nur 5 alkoholische Getränke, trinke nicht 15. Ja, nur 5. Deswegen frag dich ja. Weil du ja vorhin 15 gesagt hast. Nee, 15 war ja gestern. Also in der Weekly so, ne? Ja, aber jetzt hast du vorhin gesagt, 15 alkoholische Getränke. Echt? Habe ich 15 gesagt? Ich gucke ja mal in die Aufnahme. Wehe, wenn nicht doch. Ich meine, ich habe nur 5 gesagt. Ich kann mich an 15 erinnern. 15 waren ja gestern, habe ich gemeint. So, da oben ist die letzte Röhre. Wo wir diskutiert hatten, wer jetzt kauft, ne? Genau. Das die Tool habe ich bei. Ja. Müsste sowieso dann gleich nach Crater. Dann können wir doch kurz einen Zwischenhandel machen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also du kriegst so Adjektur und ich krieg von dir den Stoff, den guten Stoff. Ich krieg Adjekturstoff und du kriegst Alkoholstoff. So. Wollen wir hier nochmal ein Foto schnell abgeben? Treffen wir uns dann gleich oben bei der Bastelwerkbank in Crater? Ja. Gut. Das sind. So, hier sind die Fotos. Bitteschön. Okidoki. Auf nach Crater! So. Oh, wer so sagt, ist schon fertig oder hat noch viel vor?
Oder hat gerade keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Aber seit wann habe ich schon Ahnung? Also, ich bitte dich, Maus. Ahnung haben nur Leute, die intelligent sind. Und ich habe kein Brandbestienhirn gekriegt. Ich glaube, wir haben Kaninchen gekauft. Wir haben ein Kaninchen gekauft. Was ihr gerade durch die Gegend hopst. Lass sie doch hopsen. Könnt ihr doch ein bisschen Spaß. So, einmal ein Antikol. Hast du gesagt, dass ich es nicht mache? Ich weiß es nicht. Vintage hier, da. Gibt sogar noch was aufs Haus. Weil ich ja weiß, wie mein Mausi drauf ist. Ui, danke. Pocherter Angler und drei Bier. Ich wurde übers Ohr gehauen. Ups. Ich wurde übers Ohr gehauen. Also ein Bier. Ich glaube, ich habe aber genug. Da. Ah, zwei Wein. Dankeschön. Entschuldigung. Wolltest du mir lieber einen Angler geben? So. Das war für mich Alkohol irgendwie gerade. Das ist aber was zu essen. Was zu essen kann ich nicht gebrauchen. Er möchte schon essen, wa? Ja, essen. Saufen, ja, ich saufen, bin alkoholabhängig. Saufen, saufen, saufen. Mehr saufen. Also wenn du es so siehst wie ich, dann bist du wirklich gesauft. Gesauft, besoffen. So, hier auch nochmal schnell abgeben. Tja, ich lege... So, bevor Einzelhäppchen, schnell nochmal kurz zum Commander. Einzelhäppchen ist schon. Ja, dann let's go. Sag, wo du bist, ich komme dazu. Moor, moor, moor. Kannst du dann schon starten? Ich gebe nur kurz bei Dagir nochmal schnell den Waffenbehälter ab. Ich mag das nicht. Ich hab von allem mag das an Airbag Cranberry. Ja, das mag ich auch lieber, aber... Heute ist wohl mein Glückstag. Nein, kein Glückstag. Wenn du von der Untersuchung der Signale hey, fliegt Fleisch durch die Gegend. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Mehr Fleisch. Noch mehr Fleisch. Wenn ich gerade durchaus aus hier rauskam. Hier fliegt ja wirklich Fleisch durch die Gegend. Sag ich doch, hier fliegt Fleisch durch die Gegend. Hast du vorhin nicht richtig gelootet oder hat RR wieder mal nicht richtig funktioniert? Könnte sein, dass ich nicht richtig gelootet habe, ich weiß es nicht. Deswegen fliegt hier auch Fleisch durch die Gegend. Jetzt habe ich dein Fleisch aufgesammelt. Jetzt hast du weniger Fleisch gemacht als ich. Das ist mir wurscht. Aua. Ja, deswegen wolltest du mich ja auch mit Fleisch bestechen, ne? Statt Alkohol gibst du mir Fleisch. Ja, 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 ja. Du hast zu viel Fleisch. Das heißt mein Mülleimer. Du willst lieber den Alkohol haben. Ich muss meine Sorgen ersäufen. Aua, mir wurde in den Arsch gebissen. Die beißen nicht, die spucken. Der wurde bald in den Arsch gespuckt. Das klebt doch. Ich hab zurückgespuckt. Auch in seinen Arsch? Nee, in den Mund. Also, Jawohl, Raketenwerfer wieder im Eimer. So, schrei mich nicht an, König. Ich schrei zurück. Ich kann das. Ich hab das gelernt. So, da kommen schon die Schlinger. Ist hier einfach zu eng mit den ganzen blöden Bäumen. Soll man denn da mit Raketen schießen? Gar nicht. Aber das geht auch nicht. Jetzt hör doch mal auf, mir ständig ins Kreuz zu spucken, wenn ich hier am Springen bin. Seh doch sonst da hinten nicht über den Stein. Rotzfrech sind die Mausi. So. Das waren die letzten zwei. Somit hat's gepasst. Und da bin ich überladen.
Habe ich noch einen Hirsch oder irgendwie so ein Schenkel oder irgendwas? Das dürfte ja schon mal reichen. Weichschale. Ach, guck mal, ich habe sogar noch einen Hirsch. Stechflüger müsste ich eigentlich auch noch da haben. Ah, ein gutes Filet habe ich auch noch dabei. Jawollo. So, was haben wir jetzt noch? Mir fehlen immer noch die blöden Blutadler. Mann. Das gibt's doch nicht. Immer diese Blutadler. Wo hole ich mir denn jetzt Blutadler her? Ich will nicht immer dieselben Orte abklappern. Ist ja langweilig. Gibt zu wenig. Ich kann mir nur sagen, wo du hingehst, dass ich dann woanders hingehe. Wo möchtest du. Nee, sag du einfach du an, ich kenne genug Orte mit Blutadlern. Weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ich würde dir Erschieb zum Beispiel empfehlen. Das sind zwei gute Standorte fast nebeneinander. Bloß da bin ich schon zu häufig gewesen. Da gehe ich Erschieb hin. Entschuldigung. Victory is assured. So, du bist ein Blutadler, das ist ja schön. Dann komm mal her, du Blutadler. Damit legst du mich nicht um, Kumpel. Bist du dir sicher, dass ich dich damit nicht umleg? Ich hab den Raketenwerfer. In 2 Millionen Einzelteile zersplinkt und er schreit nur rum, meine Augen, meine Augen! Ist klar. Ja, seine so. Augen hüpfen dann auch noch so rum. Boing, 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 boing. Ja, da hat er auch noch Verbindung dazu, ne? Kann er noch alle sehen. Senea-Ganglager. Das klingt auch cool. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht so häufig. So, aber da sind wir ein bisschen arschiger. Da schmeißen wir mal Granaten. Granate! Hast du schon mal fliegende Mutanten gesehen? Nö, gesehen nicht. Solltest du mal bei mir in die Höhle kommen? In die Höhle? Nee, da kann ich jetzt gerade eigentlich nicht kommen. Wo bist du denn? Na dann, guck mal auf mein Bildschirm. Ach so, du hast da die Mutanten hingestellt, die Dummies. Ich dachte, du meinst jetzt die richtigen Mutanten. Nee. Du redest aber von den Dummies. Ja, wo gehe ich denn jetzt? Ach komm, hier zwischen die Ripper Ellie. Die ist auch immer okay. Dann mache ich mir den Dailies wenigstens schon mal durch. So. Ach komm, schmeiß mal Granate da rein, damit sie schon mal wissen, dass ich da bin. Und der hat sein Quo tot nicht kommen sehen. Ne? Oh, sag mir jetzt nicht, dass da jetzt einer fehlt. Ach, der rennt hier draußen rum. Ja, ja, hier geblieben. Braucht das doch. Ja, komm, ich guck nochmal schnell nach der Todeskralle und vielleicht haben wir Glück und haben da nochmal 2, 3 Hirschis. Glühwürmchen. Natürlich noch 10-mal gefährlicher. Und eine Todeskralle. So. Gut. Ding ist schon wieder im Eimer. Das heißt, wir machen jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.